Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kalle Kuschinski, das bin ich. Ich habe ja schon einiges gemacht, von Simulation zu Simulation zu Simulation. Habe ich mich ja so ein bisschen durch den Dschungel gehangelt. Und eines meiner Lieblingssimulationsspiele ist tatsächlich Escape from Tarkov, eine Survival-Simulation. Wenn man das jetzt ganz weit dehnt, sage ich jetzt mal. Basically ist das mittlerweile mein Lieblingsspiel geworden und ich wollte euch nicht vorenthalten, euch mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich habe in der Vergangenheit ja schon einige Videos dazu gemacht und jetzt sind wir wieder dabei. Mittlerweile, ihr seht es oben rechts, habe ich fast 2000 Stunden in diesem Spiel verbracht und muss sagen, es ist einfach ein absoluter Banger. Es gibt super viele Punkte, die einen abfangen, aber es gibt auch super viele Sachen, die man eigentlich ganz nice findet. Und warum ich jetzt dieses Video mache, ist, es gibt jetzt eine neue Questlinie, die ziemlich interessant sein soll, wo man einfach mal wieder so ein bisschen Survival-Experience spüren kann, Digga. Und zwar handelt es sich um The Terra Group Trail. Das ist basically ein Belohnungs-Questlinien-Dings, wo man am Ende der Linie wohl für seinen Stash-Tab nachhaltig mehr Platz bekommt für die kommenden Seasons in Escape from Tarkov. Alle anderen sagen immer Wipe, aber es ist basically eine Season. Naja, und deswegen dachte ich mir, wir springen da jetzt einfach mal rein. Ich gehe jetzt hier mal so weit wir kommen und dann schauen wir mal, was das Ganze so bringt. Und rein. Terra Group Trail Part 1. Locate Fences Man who went missing on Shoreline. Deswegen bin ich auch in Shoreline hier reingeladen. Ich habe den Hinweis bekommen, dass die wohl an einem ganz bestimmten Ort liegen sollen. Das heißt, man muss basically einfach nur an den Ort laufen, sich das einmal angucken und dann kann man rausgehen. Oh. Oh. Hat er beschossen? Vorsicht. Oh. Okay. Okay, was ist hier los? Oh, das ist Sanita. Das ist ein Boss. Spieler getötet. Okay. Nicht gesehen. Hilfe, ich komme hier nicht raus. Von wo? Das ist ja wild. Okay, das ist ja echt wild. Klar. Klar. Natürlich. Ja, schieß durch. Schieß durch die Wand. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Goons oder sowas auch noch. Einfach Head Eyes von Bird Eye bekommen. So, wo sind wir denn jetzt? Da ist er. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier vorne so ein LKW. Und da sollen die Leute von Fans liegen, die wir für diese Quest brauchen. Das ist wieder da unten. Alter, ich lösche hier. Wer ist das? Oh, da liegt ein Stim. Wir haben tatsächlich was dabei. Ob Dolbosch N. Bestimmt braucht man die für irgendwas. Okay, dann gehen wir direkt raus. Ich glaube, das ist es. Survive and extract from the location. Normalerweise muss man immer ein bisschen länger warten, bis man raus kann. Aber dadurch, dass ich jetzt 3 Kills gemacht habe, sollte das jetzt mit dem Survive auf jeden Fall klappen. Und wenn du den Sound hörst, weißt du eigentlich schon. Geil. 1500 XP gemacht. Das war jetzt mal gut, weil dann haben wir jetzt schon mal den ersten Part erledigt. Bin gespannt, was wir als nächstes machen müssen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Fans. Weil bei dem haben wir jetzt auf jeden Fall Part 1 abgeschlossen. I don't know what the hell's going on with them. There's some kind of medical thing going on there. Delusions on the radio symptoms. Also dieser Fans, er ist basically so dafür da, diese ganzen Scans, also auch eigentlich die wir gerade umgeboxt haben, dass sie einen Auftrag haben. So, jetzt hat er gesagt, ich soll zu Therapist gehen. Das ist so ein bisschen die Ärztin des Ganzen hier. Terra Group Trail Part 2 für uns. Da sollen wir auch tatsächlich schon auf Dolboss einmal abliefern. Das machen wir auch direkt. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und eliminate the weird Scans. Und ich denke mal, das sind eh die, die wir jetzt gerade getötet haben. Da werde ich jetzt einfach dann nochmal dahin gehen und die beiden wegboxen. So, Runde Nummer 3. Oh, jetzt sind wir da gespawnt, wo wir basically gerade rausgegangen sind. Aber das heißt, wir können das gleiche jetzt nochmal machen. Wir sind jetzt schon gleich wieder beim LKW. Hallo, Skevies. Oh, ich hab's geschafft. Geil. Dann machen wir das gleiche nochmal. Wir gehen direkt wieder raus. So. Ja, wir lassen uns davon nicht beirren. Wir hauen jetzt einfach direkt rein. Hätten wir das hier doch schon mal? Können wir hier schon Aufgabe 2 wieder abgeben? Ultraklasse. Thank you for your help. There's more than enough substance in the syringe to analyze. It might even shed some light on who's involved in all this. Imagine, while you were walking around Pavel Gorvirovich, Digga, or während Officer said that these gas are causing him trouble too. Aber wer ist Pavel, Digga? Ach, er ist das. Er ist Pavel? Warte mal, Prepper ist Pavel. Pavel? Obtain the mysterious laptop at the Water Treatment Plant. Water Treatment bedeutet eine neue Map, weil das Water Treatment gibt es meiner Meinung nach nur auf Lighthouse. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Okay, wir sind jetzt so ein bisschen in der Mitte der Map gespawnt und müssen jetzt schauen, dass wir hier schnell wegkommen. Ist
irgendwo da. Ist doch hier vor uns im hohen Gras irgendwo. Da ist das Muzzle. Pass auf, wir reiben uns mal wieder die Rosette ein. Dann gehen wir einfach. Wir werden ja nachher sehen, ob wir ihn haben oder nicht. Wir sind schon mal ein gutes Stückchen dran. Uns ist einer. Piece of shit. Aber wir haben nicht so die gute Position. Ich bin hier von vielen Seiten geschossen werden, theoretisch. Einen haben wir. Oh Mann, ey, schade. Also wir haben drei Leute getötet. Wir haben den ersten genadet. Wir haben den zweiten genadet. Dem dritten haben wir gerade ein Brett ins Gesicht gegeben. Naja, nächste Runde. Oh, ist basically das gleiche. Und wir können wieder genauso laufen wie eben. Ja, jetzt wurde er schon auf mich geschossen. Es war nur ein Botch, okay. Das war auch der, der eben auf mich geschossen hat. I'm gonna fucking murder you, you dipshit! Da ist der Laptop. Wir gehen direkt raus. Wir gehen den gleichen Weg, wie wir jetzt hierher gekommen sind. Wir gehen dann da links über die Bergen. Nice. Bisher läuft alles wie am Schnürchen. Schön. Und dann haben wir Part 3 fertig. Und da ist schon auch Terror Group Trail Part 4. Jetzt haben wir gar nicht durchgelesen, was er gesagt hat. Locate the place of Rogues Meeting Spot on Shoreline. Oh, lol. Dann sind die wirklich da. Also, der hat uns ja auch vorhin getötet. Hier nochmal ein schöner Clip von dem Head Eyes. Wir haben ja auch vorhin russische Stimmen gehört. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist da einfach Sanita und die Goons zusammen. Im Cottage. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die Map gehen, auf der wir vorhin schon waren. Wir waren jetzt einmal als Zwischenstopp auf Lighthouse. Das war die Map mit diesem Water Treatment, diesen krassen Elite-Soldaten. Und jetzt gehen wir wieder auf Shoreline und müssen tatsächlich sogar gegen die Leute kämpfen, die uns am Anfang, ganz am Anfang des Videos, komplett weggeballert haben. Das wird jetzt eine heftige Aufgabe. So, da sind wir auch schon. Oh, wir sind wieder relativ nah an... wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt quasi hier einmal quer rüber, genau da, wo ich lang gucke. Also da lang. Da sind die Jungs und Mädels. Ich glaube, es sind nur Jungs tatsächlich. Die müssen wir jetzt über den Haufen ballern. Ja. Das war aber schon der Boss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Diese scheiß Bosse. Wir recovern jetzt erstmal ganz entspannt. Ich sehe den halt nicht mal. Meine Überlegung ist jetzt einfach in diese Richtung wegzulaufen und irgendwie versuchen aus der Distanz zu schießen. Das Problem ist auch, die kommen halt nicht zu mir. Guck dir das an. Wie soll man gegen euch spielen? Okay, den haben wir. Nein! Och Mann, er macht keine Schritte. Das ist dieser Knight, nicht der Knight, sondern der Bird Eye. Oh, ich wollte nochmal eine Granate schmeißen. Ach Mann. Oh weia, wir sind so weit weg. Den haben wir. Okay, den haben wir auch. Seht schon, ich bin ein bisschen highly concentrated. Da war dann noch ein anderer. Scheiße! Ich meine, wir kriegen die ganzen Spieler, aber es ist echt nicht einfach. Next try. So, another try. Jo. Oh, nicht gut, Mann. Leg mich hier kurz ins Gebüsch. Das ist so wild. Das ist nicht gut. Auf mich schießt, ist ein Spieler. Ja. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ein Spieler auf mich geschossen, von hinten.
go. Warum kommt er denn hier rein? Wir haben drei Bosse von vier. Was ist das hier für eine Hölle? Wir warten noch bis 20. Wenn in den nächsten 2 Minuten nichts passiert, gehen wir hier raus. Oh nein. Jetzt sterben kann ich jetzt eh nicht mehr. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Wieso gehe ich da lang? Das war einfach ein straight up ein Spieler. Ja. Ich glaube, wir haben aber die Quest jetzt nicht geschafft. So ein Mist. Disrupt the deal. Jetzt müssen wir erst welche töten. Oh mein Gott!